Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Pickup-Folge. Die letzte Folge dieser Art ist schon etwas länger her, es ist auch nicht so viel in meine Sammlung reingekommen, aber einige ziemlich hochpreisige Sachen. Mehr erfahrt ihr nach dem Intro. Fangen wir mit der neuen Hardware an, die jetzt nicht unbedingt was mit Retro zu tun hat. Und zwar habe ich mir die MetaQuest 3 geholt. Das ist ein wunderbares VR-Headset, was ich schon so ein bisschen länger im Auge hatte. Ich habe es mir dann direkt beim Launch geholt und bin sehr zufrieden damit. Kurz vorweg, meine ersten VR-Erfahrungen. Wir sind schon etwas länger her und zwar war es, glaube ich, ein Jahr nachdem die Oculus Rift erschienen ist. Da gab es einen Summer Sale, da habe ich mir die damals geholt. Das war ja so ein bisschen die erste Generation der PC Virtual Reality Headsets und das war halt wirklich noch so komplett fummelig. Da musste man hier so verschiedene Sensoren aufstellen, man musste das mit einem Kabel dann mit einem Computer verbinden und das ist natürlich eine große Schwäche, weil da wollt ihr eben mal kurz mal schnell was zocken und dann müsst ihr da alles irgendwie wieder einstöpseln und da funktioniert das. Das war mir immer viel zu viel rumgefummelt. Und da gibt es ja jetzt seit einiger Zeit diese Quest-Ableger und das sind quasi Standalone-VR-Headsets. Das heißt, hier ist so ein kleiner Handy-Chip drin, also ein Snapdragon, keine Ahnung was, ich bin nicht so der Technikmensch. Und ihr braucht keine Sensoren mehr, ihr braucht keinen Computer mehr und es läuft alles hier drin. Das heißt, es hat jetzt alles so diese negativen Punkte, die ich damals hatte, jetzt sehr gut ausgebügelt. Und wenn ihr übrigens auch noch wollt, könnt ihr auch damit auch noch über kabellos mit dem Computer verbinden und da auch noch quasi über Steam oder sowas in VR-Spiele spielen. Das hat mich alles überzeugt. Kostet 550 Euro, hier die Basisversion, die 128 GB habe ich mir geholt und ich bin sehr zufrieden damit. Also es läuft bisher alles wirklich klasse und so habe ich jetzt endlich mal wieder ein bisschen mehr Spaß, ein bisschen in VR einzutauchen und da nochmal alles zu erleben. Auch die Grafik im Standalone kann man natürlich jetzt nicht vergleichen, als wenn da jetzt ein super moderner Rechner irgendwie dahinter sitzt, der hier alles hochpowert. Aber ich habe es von der Grafikqualität her bisher keine Probleme gehabt. Auch jetzt nicht so vom Tracking her oder ähnliches. Das lief wirklich alles wunderbar. Kann ich daher nur empfehlen. Ich habe bisher, ich glaube, 5 Spiele habe ich jetzt angetestet. Als erstes natürlich als großer Warhammer 40.000 Fan, ne? ihr seht es da. Es gibt ein Battle Sisters Spiel auf der Quest, also wo man eine Adapter Sororitas spielt. Und das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Das Spiel an sich ist vielleicht so ein Standard-Schießspiel, nichts großartig, was Besonderes. Aber wenn man so quasi in der richtigen Höhe so ein Space Marine mal quasi vorsteht, weil die Space Marines sind in der Lore, sind sie, glaube ich, so 2,50 Meter, 2,80 Meter irgendwie groß. Wenn man das wirklich so mal vor sich hat, dann kommt man so ein ganz anderes Erlebnis rein. Und ich will auch so ein bisschen Sport mitmachen, weil ich habe so in letzter Zeit etwas zugenommen, man sieht es vielleicht. Und vielleicht hilft es mir, so ein paar Kalorien loszuwerden. Aber ich denke mal, ihr interessiert euch jetzt eher für die Retro-Sachen. Aber trotzdem, wenn ihr ein bisschen mal in die VR-Welt einsteigen wollt, ist das Gerät wirklich sehr zu empfehlen, weil ihr müsst da jetzt kein großes Geraffel aufbauen und so weiter. Und wie gesagt, die grafische Qualität geht voll in Ordnung. Ich bin sehr zufrieden mit dem Teil. Aber wie gesagt, jetzt kommen wir zu dem Retro-Kram. Und ich fange mal mit den Kanalspenden an. Und da habe ich zwei verschiedene bekommen und war jemals sehr begeistert. Und zwar als erstes möchte ich euch hier dieses tolle Spiel Supercooked vorstellen. Das hat mir der Matthias geschickt und da bin ich besonders irgendwie sehr froh drauf oder sehr stolz drauf, weil das kann man nirgendwo kaufen. Deswegen fühle ich mich da sehr geehrt, dass er mir das geschickt hat. Das habe ich ja mal als Homebrew, als Super Nintendo Homebrew ja in einem Video vorgestellt. Das ist im Prinzip die Super Nintendo Version von Overcooked, was richtig, richtig geil gemacht wurde. Der Matthias hat das mit ein paar Kumpels zusammen programmiert und anscheinend so eine Kleinstauflage auch als physische Version sich irgendwie gemacht. Finde ich richtig, richtig cool gemacht. Und ich kann ja eigentlich nur mein Urteil aus dem Video, was ich euch da gemacht habe, wirklich teilen. Das Spiel ist so liebevoll gemacht. Also ich weiß nicht, wie viel Arbeit die Jungs da reingesteckt haben, aber ich bin wirklich beeindruckt, was sie da eigentlich geschaffen haben. Die Grafik ist so super liebevoll und das passt einfach alles. Das fängt diese Atmosphäre, dieser Vorlage wirklich
perfekt ein. Ich verlinke euch das unten in der Beschreibung nochmal, falls ihr das Video sehen wollt oder falls ihr euch auch da mal die ROM-Datei mal ziehen wollt. Da könnt ihr natürlich üblich wie bei itch.io ein bisschen was Geld spenden, würde ich euch empfehlen, weil es ist einfach wirklich super, guckt auf den Super Nintendo. Und wenn das Spiel damals so herausgekommen wäre, das wäre wirklich ein Kassenschlager, finde ich zumindest, geworden. Aber gut, damals hatte man die Möglichkeit natürlich heute noch nicht. Und da hätte es wahrscheinlich wesentlich mehr Leute gegeben, die sich damit beschäftigen müssen und das alles erstellen müssen. Aber wie gesagt, Matthias, vielen Dank. Das Ding wird auf jeden Fall einen Ehrenplatz in meiner Sammlung haben. Und als nächstes möchte ich euch was, ja, wahrscheinlich eher Unauffälliges zeigen. Und zwar hier eine CD, wo einfach nur Musik draufsteht. Was verbirgt sich denn dahinter? Und zwar der liebe David, der mir die Musik für mein Super Panda Land Homebrew Projekt erstellt hat. Der hat mir für mich Musik komponiert und einfach so geschickt zum Benutzen und sowas. Und also wirklich vielen Dank. Also ich bin wirklich beeindruckt, wie kreativ du mit deiner Musik bist und dass du mir da sowas schickst und sowas erstellst. Also mir hat noch nie jemand einfach so Musik erstellt, muss ich sagen. Der David, der ist, auch hier verlinke ich euch den Kanal hier unten, der hat einen YouTube-Kanal, wo er immer wieder so Chiptune-Musik macht und er ist wirklich ein sehr, sehr kreativer Mensch und wo ich wirklich sehr, sehr neidisch drauf bin. Und ihr habt ja vielleicht schon hier und da mal im Super Panda Land die Musikstücke gehört, die er gemacht hat. Ich finde, die Musik ist einer der stärksten Faktoren in dem Spiel. Das sagen wir mal ehrlich. Und ich bin da wirklich sehr begeistert. Und dass er mich dann da so bedacht hat, da fühle ich mich wirklich sehr, sehr, sehr geehrt. Vielen Dank, David, und vielen Dank, David, für die tollen Sachen. Hat mich wirklich sehr gefreut. Übrigens, die Musik von David, die hört ihr jetzt hier so im Video im Hintergrund. Die habe ich hier eingebaut, damit ihr euch so ein bisschen mal ein Bild davon machen könnt. Als nächstes möchte ich so ein bisschen in die Kategorie Homebrew und Kickstarter eingehen. Und Kickstarter habe ich zwei Sachen gebackt. Und üblich, so wie bei Kickstarter, ist es so, ihr kennt es wahrscheinlich selber, ihr backt was und ihr vergesst es dann, dass ihr es gemacht habt und nach einem halben Jahr später ist irgendwie, ich brauche deine Adresse, um euch dir das Ding zu schicken. Und dann, da war ja noch was. Und so ging es mir bei dem Spiel 2031. Das ist so ein bisschen ein postapokalyptisches Adventure-Spiel, wo ihr Kämpfe bestreiten müsst, wo ihr Aufgaben erledigen müsst. Ich habe leider noch keine Gelegenheit gehabt, da großartig quasi reinzuschauen und reinzuspielen, weil, ja, ihr kennt es wahrscheinlich selber, ne? Alle. Ihr bestellt irgendwas lange, lange Zeit im Voraus. Und wenn es wirklich draußen ist, dann habt ihr gerade nicht die Muße dazu, es dann landet im Regal und dann vergesst ihr das wieder. Und dann kramt man das beim Pickup-Video raus und so denkt man sich, also ich, oh, da war ja noch was. Deswegen kann ich euch leider jetzt keine tieferen Eindrücke zu dem Spiel leider geben. Aber es hat einen sehr guten Ruf auf jeden Fall. Ich werde es, denke mal, über die Feiertage jetzt irgendwann mal nachholen. Mich einfach mal eine ruhige Minute hinsetzen und wenn man die Muße hat, da wirklich mal reinzuschauen. Ansonsten bringt das alles nicht, finde ich. Und als nächstes auch noch so ein Kandidat und zwar ein Gameboy-Buch. Und zwar The Gamebook oder nur Gamebook. Das ist ein sehr schönes Buch. Ihr merkt, es ist auch alles sehr solide gedruckt worden. Ich habe mir da die Deluxe-Version, glaube ich, hieß es damals, bestellt, wo noch ein Lesezeichen dabei ist, noch so ein kleines Pappummantlungsding, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Ihr seht an den eingeblendeten Bildern, ist wirklich sehr liebevoll gemacht. Das Buch bespricht natürlich so ein paar Spiele, aber natürlich ohne irgendwie irgendeinen Anspruch haben, okay, wir besprechen jetzt alle Spiele oder ähnliches, sondern eher so ein bisschen so Artikel mit Leuten, die dann halt schreiben, was das Spiel für sie bedeutet hat und so weiter. Und so ein bisschen ein persönliches, hochwertiges Buch finde ich immer sehr geil. Und natürlich vor allem ein Gameboy-Buch geht natürlich immer, ne? Vor allem natürlich, wenn das so ein großer, dicker Klopper ist. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, gerade aus dem Kopf, ob man das jetzt auch normal kaufen kann oder ob das jetzt nur so eine Kickstarter-Aktion war. Müsst ihr einfach mal gucken, Gamebook nennt sich das. Und wie gesagt, hier bei den Bildern seht ihr ja, es ist wirklich sehr hochwertig gemacht. Finde ich eine sehr schöne Sache.
Und als letztes Homebrew, bevor ich jetzt zu den ganz normalen klassischen Gameboy-Spielen gehe, ist das hier einmal Mud Warriors. Und zwar hat wieder der wunderbare Runekeepers Workshop, der macht immer so kleine Sondereditionen in einer sehr kleinen Auflage. Das heißt, ihr müsst das bei ihm vorbestellen, er weiß dann, okay gut, 20 Spiele muss ich produzieren. Und dann nimmt er halt dann Homebrew-Spiele und macht dann wirklich sehr, sehr, sehr hochwertige Spiele draus. Ist auch einer aus unserer Community. An dieser Stelle viele Grüße an dich, falls du das sehen solltest. Das schreibt mich immer regelmäßig an, weil ich krieg sowas ja immer nicht mit. Wenn er ein tolles neues Projekt hat und diese Special Edition, da hat er sich wirklich richtig, richtig Mühe gegeben. Also ihr seht es im eingeblendeten Bildern, Mud Warriors, also übersetzt Matschkrieger. Hat natürlich eine sehr große Matsch-Thematik und da ist sogar das Modul so ein bisschen ein kleiner Matsch-Optik gemacht worden. Also hat er sich wirklich richtig Mühe gegeben. Finde ich super. Und dazu gibt es hier auch sogar noch den Soundtrack auf CD. Habe ich ehrlich gesagt ist noch eingeschweißt, weil ich keinen CD-Spieler mehr habe. Mittlerweile ist es bei mir wirklich so, dass ich so ein bisschen auf Schallplatten eher umgeswitcht bin oder halt natürlich gut moderne Computer, die haben normalerweise ja kein CD-Laufwerk mehr. Ich habe mir auch, Vinyl habe ich mir sogar zwei Spiele-Vinyls auch gekauft, aber die stelle ich euch vielleicht irgendwann anders mal vor, die spielen jetzt hier in dem Kontext keine Rolle. Und ich schweife wieder ab. Das Spiel ist ziemlich cool, das habe ich ja euch in der letzten Homebrew-Folge ja auch kurz vorgestellt. Ich mag da dieses Szenario und zwar, ihr seid nach der Schule, es ist ein matschiger Schulhof und ihr müsst da halt warten, bis eure Eltern euch abholen und es herrscht schon irgendwie Krieg zwischen zwei Fronten, die sich dann gegenseitig mit Matsch bekämpfen. Das heißt, ihr müsst euch so ein bisschen aufleveln, kleine Kämpfe bestreiten, die relativ simpel gestaltet sind. Aber was mir an dem Spiel besonders gefällt, ist der Stil und zwar ist das so mit ganz großem Pathos gemacht, als ob ihr da jetzt irgendwie im Ersten Weltkrieg sein würdet oder irgendwie sowas, obwohl es natürlich einfach nur im Schulhof ist. Aber das gefällt mir so, weil ganz ehrlich, so waren wir doch alle damals, oder nicht? Dass das alles so super ernst war und man sich das super ausgemalt hat und das transportiert das Spiel wirklich sehr gut. Deswegen klare Empfehlung von mir aus. Und dann kommen wir zu den Gameboy-Spielen. Wie ihr seht, es sind 5 Stück. Mag zwar jetzt nicht viel klingen, aber da sind 2 sehr hochpreisige Klopper dabei. Deswegen, es ist diesmal nicht Masse, sondern Klasse im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich fange mit den einfachen Spielen an. Und zwar sind es 2 Module, Home Alone und Home Alone 2. Warum habe ich mir die Spiele geholt, werdet ihr euch sicherlich fragen, weil die Spiele an sich, man weiß es, die sind eine relativ lieblose Lizenzversoftung. Und aber es ist Home Alone. Und Home Alone ist für mich so ein bisschen Weihnachten. Weil ich weiß noch, so mein erster Kinofilm, den ich damals hatte, das war wirklich Kevin allein zu Hause, also im Englischen Home Alone. Und ich war da ganz begeistert damals. Fand so ein bisschen diese Spinnenszene sehr, sehr eklig und hatte da, glaube ich, als Kind 2-3 Tage Albträume von. So große Spinnen finde ich heutzutage auch immer noch nicht so geil, aber da bin ich auch nicht alleine. Und ich weiß, dass die Spiele nicht so super sind, aber wir haben ja diese tolle, wunderbare Weihnachtsaktion, die ich dieses Jahr mal so ein bisschen als Start gebracht habe. So im Vergleich zu der Halloween-Aktion, die es ja auch in den letzten Jahren immer gab, wo ich dieses Jahr leider passen musste. Und ich dachte mir, okay, welche Gameboy-Spiele besprichst du denn? Und das passt natürlich perfekt, ne? Weihnachten, Home Alone, ja sicher, da gibt es 2 Spiele. Also habe ich mir die dafür jetzt extra geholt. Und gut, wäre natürlich auch für die Sammlung nicht schlecht. Wobei ich sagen muss, diese Gameboy-Preise sind echt heftig geworden. Also ich habe mir die natürlich jetzt auf eBay gekauft. Also ich habe nicht das super Schnäppchen gesucht. Haben wir aber die Stück knapp um mit 20 Euro gekostet. Was ich persönlich ziemlich krass finde für wirklich durchschnittliche Spiele, die jetzt auch nicht so super selten sind irgendwie. Ne? Also, aber na gut. Ihr werdet auf jeden Fall im Weihnachtsvideo dann Näheres erfahren, wie die Spiele denn wirklich sind. Aber großes Geheimnis ist, glaube ich, nicht, dass die jetzt nicht der Oberknüller sind. Dann habe ich mir noch Donkey Kong Land 2 geholt.
Und zwar fehlt die mir jetzt tatsächlich noch in der Sammlung. Ich hatte den ersten und den dritten Teil, aber den zweiten Teil nicht. Und ich habe jetzt vor ein paar Wochen, habe ich ja die Donkey Kong Land Dokumentation gemacht. Und da musste ich mir natürlich auch das Spiel holen. Übrigens, ich hoffe, euch gefallen diese neuen Dokumentationsformate. Die sind für mich sehr arbeitsintensiv, aber ich habe da auch sehr viel Spaß dran, weil ich da auch für mich selber natürlich so ein bisschen mehr in die Materie so einsteigen kann und die für euch aufbereiten kann. Ich hoffe, euch gefällt das. Da werden sicherlich auch noch weitere Dokumentationen kommen, aber weil ich halt so viel Arbeit irgendwie brauchen, wird das halt immer so ein bisschen dauern, bis die nächsten sind. Ich weiß, ich habe jetzt welche ganz schnell nacheinander irgendwie losgefeuert, aber das war immer so jedes Mal, weil ich mir dachte, okay, das lief jetzt in dem Video nicht so gut, das will ich jetzt dieses Mal ausbessern. Das ist halt so ein bisschen ein Lernprozess natürlich und wenn ich da Ideen habe, dann muss ich mich immer daran setzen. Aber zurück zum Spiel. Das Spiel ist im Vergleich zum ersten Teil wesentlich besser geraten, weil kurz zusammengefasst, im ersten Teil, ihr wisst es selber, die haben versucht, diese wirklich sehr, sehr herausstechende Grafik vom Super Nintendo haben sie versucht, auf das Game Boy 1:1 zu portieren. Das passt aber nicht so gut, weil der Game Boy natürlich nur monochrom ist, also nur die grünen Töne. Und da wird das sehr schnell unübersichtlich. Und das haben sie im zweiten Teil jetzt gemerkt und das alles etwas cleaner gemacht, so ein bisschen zurückgefahren. Und dadurch ist das zweite Spiel wesentlich besser lesbar und auch spielbar. Beim dritten Teil geht es natürlich ähnlich. Und ja, die Charaktere da sind natürlich auch wunderbar. Der dicke, große Donkey Kong fliegt raus und dafür kommt Trixie Kong rein, so hieß sie, glaube ich, die hier so kurz schweben kann mit ihrem Haarzopf und so weiter. Finde ich persönlich der beste Teil dieser Serie. Vor allem, weil so der dritte Teil hier mit Kiddy Kong, ja, mit dem wurde ich nie warm, aber ich glaube, das ist so auch das Allgemeine, was man so alle sagt. Ja. Wie gesagt, natürlich super empfehlenswertes Spiel, wenn ihr so einen tieferen Einblick haben wollt, wie gesagt, dann guckt euch einfach mal die Dokumentation an. Und dann kommen wir jetzt zu den beiden teuren Krachern, die ich mir gegönnt habe. Und zwar Mega Man 4 und Mega Man 5. Ja, ich weiß, ich habe für beide, also jeweils, so um die 150 Euro bezahlt. Wobei für Mega Man 5 war das sogar ein relativ guter Kurs, glaube ich. Natürlich auch bei beiden wie immer nicht der beste Kurs. Ihr wisst, ich bin nicht so der möglichst beste Preisjäger, sondern wenn ich es haben will, will ich es haben. Und das lag bei mir auch hier daran, ich hatte die Tests für die ersten drei Mega Man Spiele ja gemacht und dann dachte ich mir, okay, gut, jetzt musste die Reihe auch wirklich vollenden. Und ihr wisst es selber, diese seltenen und teuren Spiele, die werden halt nicht günstiger. Und da habe ich mir den halt jetzt wohl oder übel gekauft. Und sind beides wirklich wunderbare Spiele. Also hier trifft es wirklich diese Zusammenhalt von, Zusammenhang, Entschuldigung, von teuer und gut leider. Der vierte Teil bringt so ein paar neue Sachen in die typische Mega Man Formel rein. Ist grafisch noch mal besser als der dritte Teil und der fünfte Teil ist noch mal besser als der vierte Teil. Der vierte Teil bringt so eine Art P-Chip-System rein, wo ihr so kleine P-Chips irgendwie einsammeln könnt. Zwischen den Leveln könnt ihr dieses Mal bei Dr. Light in sein Büro reingehen und dann halt eure Sachen verschieden aufleveln. Genauso ist es im fünften Teil, wobei hier im fünften Teil dieses P-Chip-System so ein bisschen sogar verbessert wurde, weil die kaufbaren Upgrades einfach besser sind. Auch hier unten werdet ihr die entsprechenden Tests und tiefen Eindrücke zu diesen Spielen sehen. Für mich sind es wirklich beides richtig klasse Spiele. Und ich finde es bei dieser Mega Man-Reihe auf dem Game Boy insgesamt sehr beeindruckend, wie die vom relativ bescheidenen Anfängen sich wirklich immer technisch irgendwie gesteigert haben. Klar gibt es dann irgendwann Slowdowns und so weiter, ist klar. Aber wirklich beides wirklich sehr empfehlenswerte Spiele. Ja, das waren dann auch so meine Pickups. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut!